steht in jedem Parteireferat. Der Kapitalismus will uns überlisten. Doch sein Eigenheim ist ein absoluter Absatzmarkt für Monopolisten. Seine Toilette mit Spiegel, Fliesen, Heizboiler, Waschbecken und Klo. Haben Markenzeichen Bosch und die Klamotten Mustang. C&A und Levi Strauss und Co. Auf den Küchenmöbeln waren mal Aufkleber drauf. Möbelversandhaus Hamburg stand drauf. Attrappe, Klopapier, 50 D-Mark draufgedruckt. Und die Tagesschau, die aus der Grund nicht Glotze guckt. In der Garage stehen zwei tolle Autos. Einen Lader, doch den fährt er nicht gern. Denn der andere Wagen, der Metallic Blaue, hat einen Mercedes-Stern. Die Sessel und die Couch-Garnitur sind schön weich, das gefällt ihm sehr. Zum Ausklappen sind noch ganz kleine Ösen da, mit dem Markenschild vom Polsterbär. Man staunt, wie er im Stress sich so wach halten kann. Mit Jakobs die Krönung regt er sich an. Er schürft auf den Westen und frisst provoziert eine Stulle, die ist mit Nutella beschmiert. Er ist Betriebsdirektor im volkseigenen Kombinat. Er lebt als Höchstvertrauter im sozialistischen Staat. Er ist voll überzeugt vom Kampf der Arbeiter- und Bauerndiktatur. Seinen Luxus hat er nicht vom Konsum. Er kauft im Intershop und das nur. Seine Schallplattensammlung ausschließlich von Telex, Philips, Ariola und Arcade. Sie spielen, solange sie schon existieren, auf einer JVC-Abtastnade. Auf die Thomann-Aufnahmen ist auch schon öfter mal ein Sprecher mit draufgekommen. Diese Ansager kenne ich, die sind vom SFB oder vom RIAS Berlin aufgenommen. Die Parteiprogramme liegen im Schreibtisch, denn seine Möbel üben an, wo sagt, steht das nicht. Da steht nur Kamei, der ist bei ihm grad so in, oder andere westliche Literatur drin, denn er ist Betriebsdirektor im volkseigenen Kombinat. Er lebt als Höchstvertrauter im sozialistischen Staat. Er ist voll überzeugt vom Kampf der Arbeiter- und Bauerndiktatur. Seinen Luxus hat er nicht vom Konsum. Er kauft im Intershop und das nur. Sein Parteiabzeichen steckt er stolz an sein weißes Sakko am Kragen an, wo man im Innenfutter an der Seitentasche mit in West Germany lesen kann. Er hat auch eine Menge Springer-Zeitschriften, die lügen zwar nur, doch das liest er gern. Ihm liegen auch am meisten die brandneuen Stories mit buntesten Bildern und Texten vom Stern. Am Palmalet wie, da liegt dreist sein dunkelroter Parteiausweis. Zu Ostern, da kauft er seinem Sohn nur Haribo und nimmt zwei Bonbon. Er ist Betriebsdirektor im volkseigenen Kombinat. Er lebt als Höchstvertrauter im sozialistischen Staat. Er ist voll überzeugt vom Kampf der Arbeiter- und Bauerndiktatur. Seinen Luxus hat er nicht vom Konsum. Er kauft im Intershop und das nur. Ja, seinen Luxus hat er nicht vom Konsum. Er kauft im Intershop und das nur. Seinen Luxus hat er nicht vom Konsum. Er kauft im Intershop und das nur. Und das nur. Und das nur. Ja, ja, ja. Ganz sicher. Und es kommt damit zur Sektion
nachdem eine Sache halt. Kann er mitkommen? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Pack die Gitarre ein und kommt sie mit. Ja, wohin? Ja, das werden Sie schon sehen. Das ist zu uns. Und das war halt mit dem Pferd. Superlativ, doch du bist ein Idiot, du kennst nur Aufbau und Kühnheit, alle Arbeit der Kampf. Du willst mich überzeugen, fängst an mich zu zwingen. Wie schön ist die Welt und ich krieg fast einen Krampf. Du kannst dich beruhigen, du bist nicht alleine. Es gibt noch Millionen, die sind so wie du. Jetzt wollt ihr, dass ich genauso einer werde. Mich macht, was ihr wollt, doch lasst mich in Ruhe. Hey, halt die Welt an. Lass mich verschwinden. Ich kauf mir Raumschiff, Batterien voll gespeist. Und hier meine Freunde. Reise durch Weltall und suche den Planeten, der die Welt heißt. Der die Welt heißt! Dort gibt es keinen Hunger! Dort gibt es kein Elend, dort gibt es kein Verbrechen und keine Gewalt. Wir leben danach den Geboten in der Kirche. Es gibt kein Problem und keine Faust ist Gewalt. Es gibt keine Bonzen und auch keine Willen und auch eine Regierung. Die haben wir dann nicht. Und hast du Probleme, dann helfen dir alle. Du wirst nie erleben, dass man nie mit dir spricht. Und keiner sagt, hey, halt die Welt an und lass mich verschwinden. Ich kauf mir ein Raumschiff, Batterien voll bespeist, hol mir meine Freunde und kreise durchs Weltall und such den Planeten, der Liberty heißt. Der Liberty heißt! Und wollen wir mal weinen, dann nehmen wir ein Raumschiff und fahren auf die alte blaue Erde zurück. Dort sehen wir grauhaarig gefaltene Menschen. Die meisten empfinden beim Bumsen nur Glück. Die haben Probleme, viele Sorgen und Nöte. Und so viele von ihnen sind schon psychisch bedrängt. Und aus Angst vor Problemen sind schon so viele in Panik geraten. Und die haben sich erhängt. Hey, halt die Welt an und lass mich verschwinden. Ich kauf mir ein Raumschiff, Batterien voll bespeist. Hol mir meine Freunde und kreise durchs Weltall und such die Planeten. Der Liberty heißt. Der Liberty heißt. Du wirst es erleben, hier landet ein Raumschiff, da steigen einmal alle Politiker aus. Die schießen dann Fotos, notieren unsere Taktik, schenken uns Blumen und eine Menge Applaus. Vielleicht wird die Erde dann auch mal begreifen, dass auf unserem Planeten ein ganz toller Befehl, völlig ohne Gewalt, Krieg und ohne Gefängnis. Und alle sind glücklich, weil nichts mehr schief geht und keiner sagt, hey, halt die Welt an und lass mich verschwinden. Ich kauf mir ein Raumschiff, Batterien voll bespeist, hol mir meine Freunde und kreise durchs Weltall und such den Planeten, der Liberty heißt. Der Liberty heißt.